Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sportkunde Online. Heute beschäftigen wir uns mit dem Techniktraining und den verschiedenen Facetten der Koordination. Sportliche Technik beruht einmal grundsätzlich auf den verschiedenen koordinativen Fähigkeiten, die heute Schwerpunkt sind, und auf Bewegungsfertigkeiten. Diese Bewegungsfertigkeiten kann man unterteilen in elementare Fertigkeiten wie Gehen, Laufen, Springen, Werfen beispielsweise oder dann eben auch in die sportartspezifischen Fertigkeiten wie eben der Sprungwurf, Handstand oder ähnliches. Und die Aneignung von diesen Bewegungsfertigkeiten ist dann sehr stark vom Ausprägungsgrad der motorischen Fähigkeiten abhängig. Und die motorischen Fähigkeiten sind die koordinativen Fähigkeiten und aber auch die konditionellen Fähigkeiten. Und das ist, glaube ich, nachvollziehbar, dass ich für gewisse Techniken brauche ich wahrscheinlich mehr Kraft als Voraussetzung, um sie zu erlernen. Für andere Techniken brauche ich vielleicht ein hohes Maß an Balance, das heißt an Gleichgewichtsfähigkeit, um sie zu erlernen. Das heißt, wir haben eine enge Wechselwirkung auf der einen Seite zwischen den koordinativen Fähigkeiten und dem Erlernen dieser Bewegungsfertigkeiten und aber auch zu den konditionellen Fähigkeiten. Beginnen wir mal mit den koordinativen Fähigkeiten. Wenn man an Koordinationstraining denkt, gibt es ganz viele verschiedene Bilder im Normalfall, die einem in den Sinn kommen. Hier die Möglichkeit mit dieser doppelten Slackline die Gleichgewichtsfähigkeit zu schulen. Zeitgleich gibt es eine Zusatzaufgabe, die ein gewisses Maß an Orientierung benötigt, aber auch eben Kombinationskopplungsfähigkeit, wie wir dann in weiterer Folge uns noch ansehen werden. Anderes sehr klassisches Beispiel ist eben eine Laufleiter herzunehmen, um das Lauf-ABC zu schulen, wo wir ein hohes Maß an Rhythmisierungsfähigkeit benötigen. Oder aber ich kann eben sportartspezifische Techniken auch versuchen, durch Koordinationstraining zu verbessern, zu stabilisieren. In dem Fall ist die Reaktionsfähigkeit in hohem Maße gefordert. Nachdem ich den Ball erst relativ spät sehe, muss ich sehr schnell reagieren, um eben eine Ballannahme durchführen zu können. Die konditionellen Fähigkeiten beruhen auf energetischen Prozessen, das heißt, ich benötige Energie. Bei den koordinativen Fähigkeiten ist das etwas anders. Beruhen auf informationsorientierten Prozessen und ergeben sich aus zentralnervösen Steuerungs- und Regelprozessen. Was bedeutet das? Ich muss aus der Peripherie, ich muss Informationen aufnehmen über meine Sinneskanäle und dann muss mein Zentralnervensystem versuchen, diese Informationen zu verarbeiten und in weiterer Folge dann eine Bewegungsantwort formulieren. Diese koordinativen Fähigkeiten äußern sich dann im Beherrschen einer Vielzahl von motorischen Aktionen. Das heißt, je besser ich hinsichtlich meiner koordinativen Fähigkeit trainiert bin, desto größer ist dann in weiterer Folge auch mein Bewegungsschatz, mein Bewegungsrepertoire. Und in weiterer Folge äußert sich das dann auch wiederum in einer erhöhten motorischen Lernfähigkeit. Das heißt, je größer mein Bewegungsrepertoire ist, desto schneller kann ich dann auch neue Bewegungen erlernen. Wobei man hier aufpassen muss, je ähnlicher diese neuen Bewegungen denen sind, die ich schon kann, desto schneller ist dann auch dieser Lerneffekt. Im Gegensatz zu den sportartspezifischen Fertigkeiten sind die koordinativen Fähigkeiten relativ verfestigt. Das bedeutet, dass ich sie in weiterer Folge nicht mehr so leicht erlernen kann. Und genau deswegen ist eine frühe Entwicklung dieser koordinativen Fähigkeiten sehr, sehr wichtig. Das werden wir uns dann noch genauer ansehen, warum das so ist. Hier noch eine sehr gute Definition. Koordinative Fähigkeiten sind relativ verfestigte, allgemeine koordinative Leistungsvoraussetzungen für die Bewältigung von motorischen Aufgaben. Die Fertigkeiten sind gelernte Bewegungs- und Koordinationsmuster zur Lösung von spezifischen motorischen Aufgaben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Fähigkeiten in einer gewissen Art und Weise eine Voraussetzung sind, um die Fertigkeiten bestmöglich entwickeln zu können. Koordination umfasst also das harmonische Zusammenwirken von den Sinnesorganen, dem peripheren Nervensystem und auch dem zentralen Nervensystem, sowie dann in weiterer Folge eben der Skelettmuskulatur. Das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Die Sinnesorgane nehmen Reize auf. Das wird dann über das periphere Nervensystem zum zentralen Nervensystem geleitet und dann eine Bewegungsantwort wiederum zur Skelettmuskulatur weitergeleitet. Diese koordinativen Fähigkeiten bewirken dann, dass Impulse innerhalb eines Bewegungsablaufs im Idealfall zeitlich, krafttechnisch und auch umfangmäßig aufeinander abgestimmt werden und die Muskeln erreichen. Das heißt, dass diese Bewegungsantwort bestmöglich umgesetzt werden kann. In weiterer Folge, wenn man das jetzt wirklich aufs Nötigste herunterbricht, heißt das, ich habe als erstes die Wahrnehmung von allem um mich herum, versuche dann nach der Wahrnehmung das Ganze motorisch zu realisieren.
Und wie schon ganz zu Beginn erwähnt, haben diese kognitiven Fähigkeiten immer einen direkten Bezug auch zu den konditionellen, kognitiven und psychischen Fähigkeiten. Das heißt, hier haben wir eine enge Wechselwirkung. Das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher kognitiver Fähigkeiten bedeutet, dass bei Einzel- und Partnerübungen der Fokus auf eine oder wenige kognitive Fähigkeiten grundsätzlich möglich ist. Das heißt, ich kann durch eine sehr einfache Partnerübung zum Beispiel bewusst jetzt die Reaktionsfähigkeit trainieren, werden wir uns nachher Beispiele ansehen. Aber auch, dass bei komplexen Bewegungshandlungen immer oder fast immer mehrere unterschiedliche kognitive Fähigkeiten eine Rolle spielen. Also man muss sich ein bisschen den Unterschied vor Augen führen, wenn ich jetzt eine Partnerübung mache, wo der Partner mit dem Rücken zu mir ist und auf ein gewisses Signal reagieren muss, kann ich sehr dezidiert bewusst die Reaktionsfähigkeit schulen. Auf der anderen Seite, in einer komplexen Spielsituation, im Fußball, Handball oder Basketball, muss sich die Person orientieren, das heißt peripher sehen, muss eventuell das Gleichgewicht halten, muss eventuell sich umstellen auf eine neue Spielsituation und, und. Das heißt, bei sehr komplexen Bewegungshandlungen habe ich immer verschiedene Fähigkeiten, die wichtig sind. Was ganz essentiell ist, ist, dass es gibt eine sehr hohe Spezifität gewisser Koordinationsleistungen, zum Beispiel der Gleichgewichtsfähigkeit. Das bedeutet in weiterer Folge, dass nur weil ich beispielsweise sehr gut mein Gleichgewicht halten kann auf einem PC-Ball, bedeutet das nicht, dass ich dann mein Gleichgewicht auch auf einer Stange genauso gut halten kann beispielsweise. Das heißt, der Transfer ist prinzipiell nur in sehr koordinativ ähnlichen Bewegungen wirklich gegeben. Wäre jetzt ein anderes Beispiel, das Dribbeln im Basketball oder im Handball, das sind sehr strukturähnliche Bewegungen. Ich habe schon Unterschiede durch die Größe und die Masse des Balls, aber grundsätzlich ist es eine ähnliche Bewegung. Das heißt, ich kann davon ausgehen, jemand, der sehr gut Basketball spielt, wird auch beim Dribbeln im Handball wenig Probleme haben oder weniger Probleme haben, wie jemand, der das jetzt neu lernen würde. Das Ganze nochmal zur Veranschaulichung. Man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen der allgemeinen Ausprägung von koordinativen Fähigkeiten und der sportartspezifischen Ausprägung von koordinativen Fähigkeiten. Wenn ich jetzt auf der linken Seite jemanden habe, der versucht, eben die Kniebeuge auf einem PC-Ball zu halten, heißt das nicht automatisch, dass diese Gleichgewichtsfähigkeit perfekt ist, um die Gleichgewichtsfähigkeit, um auf einer Stange eben eine Kniebeuge zu machen, auch zu haben. Das heißt, man muss sich immer überlegen, wie gut ist der Transfer möglich, wie ähnlich sind sich die Bewegungen in weiterer Folge. Was sind das Gründe für ein Koordinationstraining? Einerseits ist einmal die Schulung der Koordination die Voraussetzung für eine sehr hohe motorische Lernfähigkeit. Wie schon gesagt, je höher ich das koordinative Niveau ausbringen kann, umso schneller und effektiver können dann neue Bewegungen oder auch eben schwierige Techniken erlernt werden. Durch diese Ausprägung der koordinativen Fähigkeiten kann ich komplexe Situationen besser meistern, vor allem jene, die eben ein schnelles und zielgerichtetes Handeln erfordern. Also im Idealfall kann ich eben Bewegungen steuern, teilweise eben auch nachjustieren. Es werden dann Situationen schneller und besser eingeschätzt. Das wird auch sehr oft als Antizipationsfähigkeit bezeichnet. Das heißt, man kann eben Situationen antizipieren und je besser ich eben antizipieren kann, desto schneller und auch zielgerichteter kann ich dann auf die neue Situation reagieren und eben meine Bewegungsantwort formulieren. Die Bewegungsabläufe werden zunehmend ökonomischer, das heißt sparsamer, ich brauche weniger Energie dafür und deshalb können dann auch sportliche Belastungen oder Leistungen länger durchgehalten werden, weil bei gleicher Leistung weniger Energie benötigt wird und das ist ganz, ganz essentiell in sehr vielen Sportarten. Das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit kann zunehmen, die Bewegungen werden sicherer und das, was ein wirklich sehr essentieller und großer Punkt ist, ist, dass Koordinationstraining im Idealfall immer sehr abwechslungsreich ist, vielseitig ist und auch für neue Trainingsreize sorgt. Und deshalb eben auch oftmals die Motivation über lange Sicht gesehen sehr hoch bleibt, weil ich durch kleine Änderungen im Koordinationstraining auch wirklich sehr, sehr interessante neue Bewegungen kreieren kann und auch die Sportlerinnen und Sportler aktiv animieren kann, weiter zu tun. Des Weiteren. Das Training der Trainierbarkeit, das ist wie schon erwähnt, die Fähigkeit, durch einen hohen Ausprägungsgrad der koordinativen Fähigkeiten schneller Techniken zu erlernen, das habe ich schon erwähnt. Bei einer guten koordinativen Grundlage kann ich auch in späteren Trainingsjahren, das heißt selbst wenn ich schon auf einem sehr hohen Niveau bin, sporttechnische Fertigkeiten
neu lernen oder auch umlernen, beziehungsweise das Ganze auch beispielsweise nach einer Verletzungspause kann ich auch, wenn ich eine sehr gute koordinative Grundlage habe, die Techniken schneller wieder erlernen beziehungsweise eben auffrischen. Das ist dann das sogenannte Muskelgedächtnis. Ein hohes Niveau an koordinativen Fähigkeiten bedeutet außerdem, dass ich mir sporttechnische Fertigkeiten aus anderen Sportarten sehr schnell aneignen kann. Und das kann beispielsweise auch für ein Ausgleichstraining genutzt werden, wenn ich in einer Off-Season bin, das heißt nicht in einer Wettkampfphase oder Vorbereitungsphase, kann eben dieses schnelle Lernen von sporttechnischen Fertigkeiten aus anderen Sportarten auch durchaus motivationsfördernd sein für eben ein Ausgleichstraining beispielsweise. Welche Effekte kann man jetzt einem Koordinationstraining zuschreiben? Das ist auf der einen Seite eine höhere Leistungsfähigkeit oder eine bessere motorische Lernfähigkeit, eben ganz wichtig für das Techniktraining. Positive Auswirkungen auf akademische und kognitive Leistung, also ist auch nachgewiesen, dass Menschen oder vor allem auch Kinder und Jugendliche, die eine sehr gute koordinative Grundlage haben, beziehungsweise ein Koordinationstraining absolvieren, auch bessere Leistungen in der Schule absolvieren. Wir haben eine erhöhte Bewegungseffizienz und Ökonomie, eine verbesserte inter- und intramuskuläre Koordination. Sie dient auch unter anderem der Verletzungsprophylaxe. Wir haben einen höheren Bewegungsschatz, ein mehr an Bewegungserfahrung und so weiter und so fort. Welche Grundlagen haben jetzt koordinative Fähigkeiten zugrunde? Einer Seite natürlich physische Leistungsfaktoren. Das ist die inter- und intramuskuläre Koordination. Für all jene, die das nicht mehr wissen, die intermuskuläre Koordination ist das Zusammenspiel der verschiedenen Muskeln an einer Bewegung und die intramuskuläre Koordination ist das Zusammenspiel innerhalb eines Muskels, der verschiedenen motorischen Einheiten bzw. eben Muskelfasern. Dann natürlich die motorische Lernfähigkeit als Leistungsfaktor. Das Alter, mit zunehmendem Alter nehmen auch die koordinativen Fähigkeiten, sofern sie nicht geschult werden, auch zunehmend ab. Das heißt, wir haben eine verminderte Informationsaufnahme und auch Verarbeitung. Wäre demnach sehr wichtig, auch im Alter koordinativ fit zu bleiben für die geistige Gesundheit. Das heißt, in diesem Sinn auch für ein gesundes Altern essentiell. Die Kindheit ist, wie schon gesagt, perfekt für Koordinationstraining und es gibt auch negative Einflussfaktoren auf die Koordination. Das ist auf der einen Seite eine extreme Vorermüdung. Wird jeder schon mal gemerkt haben, wenn man extrem müde ist, wird man nicht wirklich gut feinmotorisch arbeiten können, beziehungsweise mangelt es dann eben auch an der Bewegungskoordination. Alkohol bzw. Nikotin haben auch einen negativen Einfluss, nämlich hier jetzt auf der chemischen Ebene, auf die Signalübertragung im Zentralnervensystem und im peripheren Nervensystem. Und dadurch kommt es dann schlichtweg zu unökonomischen Bewegungen. Die Ermüdung hat dann auch einen Leistungsabfall zur Folge. Und dadurch kann sich dann letztlich auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko ergeben. Die zweite Grundlage von den koordinativen Fähigkeiten ist der Bewegungsschatz. Man muss sich das so vorstellen, dass neu erlernte Bewegungen grundsätzlich immer auf Grundlage von alten Koordinationsverbindungen ausgeführt werden. Das heißt, je höher der Bewegungsschatz ist, desto mehr wird das zentrale Nervensystem entlastet, weil es immer auf die schon bestehenden Bewegungsprogramme im Zentralnervensystem eben stützt und dann die Bewegung immer mehr automatisiert wird und dadurch nicht mehr ganz so viel Wahrnehmung quasi nötig ist, um die Bewegungen auszuführen. Das heißt, je automatisierter eine Bewegung, desto weniger muss ich das Ganze verarbeiten, desto weniger muss ich darüber nachdenken und das Ganze wird einfach viel effizienter. Das ist ein sogenanntes Baukastenprinzip. Ich füge immer neue Bewegungen ein und die neuen Bewegungen stützen sich dann etwas schon auf den vorherigen älteren Bewegungen, wenn hier eine gewisse Ähnlichkeit in der Struktur ergeben ist und dadurch kann ich quasi meinen Bewegungsschatz sukzessive schrittweise erweitern. Letztlich haben wir noch als Grundlagen die sogenannten analysatorischen Fähigkeiten und das ist nichts anderes als die Sinneswahrnehmung und da spielen wir jetzt ganz kurz die verschiedenen Sinne einmal durch. Zuvor ganz kurz vergessen, wie passiert eigentlich Sinneswahrnehmung? Grundsätzlich einmal sehr vereinfacht gesagt, schauen wir uns das hier an, haben wir auf der einen Seite die sensorischen Nervenbahnen, werden auch afferente Nervenbahnen genannt. Das sind die Nervenbahnen, die vom Sinnesorgan selbst, wie es in unserem Beispiel das Auge, zum zentralen Nervensystem, das heißt Gehirn und Rückenmark ziehen.
Und in diese Richtung, aus der Peripherie zum zentralen Nervensystem, kommen eben die Informationen. Die Informationen werden verarbeitet, werden dann wiederum über das Rückenmark, über die sogenannten motorischen oder auch efferenten Nervenfasern zu unserer Arbeitsmuskulatur gebracht, um eben dann die Bewegung auszuführen. Das heißt, wir haben als erstes eine Informationsaufnahme eben über unsere Rezeptoren. Diese Information wird dann weitergeleitet über die sogenannten afferenten Nervenfasern oder sensorischen Nervenfasern. Die Information wird dann verarbeitet im Zentralnervensystem oder aber auch eben gespeichert, wenn es ums Bewegungsneulernen geht. Dann wird die Information umgesetzt, weitergeleitet über die efferenten Nervenfasern wieder zur Arbeitsmuskulatur. Woher gewinnen wir jetzt all diese Informationen? Auf der einen Seite gibt es die sogenannten kinästhetischen Analysatoren. Das sind die Afferenzen oder Informationen aus den Propriozeptoren. Das sind spezielle Rezeptoren wie etwa die Muskelspindeln in den Muskeln, die Golgi-Sehnenorgane in den Sehnen bzw. Muskel-Sehnenübergang und die Gelenksrezeptoren. Und all diese Rezeptoren geben ständig Auskunft über Gelenkswinkelstellungen und den Spannungszustand der Muskulatur, Bänder und Sehnen. Und wenn wir das Beispiel eines Handstands hernehmen, dann bekommt sie die ganze Zeit über, während im Handstand steht, Feedback über die Position der Hüfte, des Sprunggelenks und. Und im Idealfall könnt ihr dieses Feedback wiederum verarbeiten und die Position der Hüfte, wenn nötig, dann dementsprechend auch verändern, die Bauchmuskulatur nachspannen und. Dann gibt es die taktilen Analysatoren, das sind die Afferenzen aus den Mechanorezeptoren der Haut. Das sind Druck-, Berührungs- und Vibrationsrezeptoren. Und diese geben Auskunft über die Form, Oberfläche und den Zustand von berührten Gegenständen. Das ist wichtig beispielsweise in einer Sportart wie Parkour, wo ich gewisse Oberflächen auf ihre Griffigkeit überprüfen möchte, weil ich einen Wandsalto machen möchte. Und dahingehend muss ich eben diese Oberfläche angreifen und schauen, ist sie griffig oder nicht. Dann gibt es die Vestibularanalysatoren, das sind die Informationen aus dem Gleichgewichtsorgan. Das heißt, es ist der Vestibularapparat im Innenohr und diese geben Auskunft über die Position des Kopfes beziehungsweise auch eben über Richtungs- und Beschleunigungsänderungen des Kopfes. Des Weiteren gibt es die optischen Analysatoren. Hier bekomme ich meine Informationen vom visuellen Sinneskanal aus dem Auge. Diese optischen Analysatoren geben Auskunft über Eigen- beziehungsweise Fremdbewegung, aber auch visuelles Feedback für die optische Führung einer Bewegung. Fremdbewegung ganz wichtig in den Mannschaftssportarten, Eigenbewegung natürlich klar in circa jeder Sportart ganz essentiell, aber auch die optische Führung der Bewegung wichtig, wenn ich einen Ball führen muss oder im Hockey mit dem Schläger einen Ball führen muss oder ähnliches. Das heißt, die optischen Analysatoren haben grundsätzlich in jeder Sportart eine praktische Relevanz. Akustischen Analysatoren, das ist wirklich sehr situationsabhängig. Das sind die verbalen und nicht verbalen Ton- bzw. Geräuschinformationen aus dem Hörapparat. Die sind wirklich sehr sportart- bzw. situationsabhängig, weil ein Schwimmer muss natürlich die auditive Afferenz des Startsignals hören. Danach ist es dann nicht mehr ganz so relevant in der Wettkampfsituation, dass er wirklich was hört, außer in einer Trainingssituation auf Zurufe des Trainers beispielsweise reagieren. Das heißt, es ist all diese verschiedenen analysatorischen Fähigkeiten sind stark abhängig von der jeweiligen Sportart, aber auch von der jeweiligen Situation. Welche Anpassungsvorgänge können jetzt von einem Koordinationstraining erwartet werden? Weil ganz pauschal kommt es zu einer Anpassung im Zentralnervensystem. Und das wird auch eben Neuroplastizität bezeichnet. Was bedeutet das? Unter Neuroplastizität versteht man die Eigenschaft von Synapsen. Synapsen sind nichts anderes als Nervenverbindungen von Nervenzellen oder auch von ganzen Hirnarealen, sich in Abhängigkeit von der Verwendung in ihren Eigenschaften zu verändern, also anzupassen. Das bedeutet, dass eben sehr oft neue Synapsen, das heißt Nervenverbindungen, gebildet werden. Kommen wir jetzt zu den verschiedenen koordinativen Fähigkeiten. Es gibt verschiedene Modelle der koordinativen Fähigkeiten. Das heißt, in gewissen Büchern sind manche koordinativen Fähigkeiten weniger angeführt, manche mehr angeführt. Wir werden uns jetzt auf dieses Konzept stützen und beginnen gleich mit der Kombinations- und Kopplungsfähigkeit. Das ist die Fähigkeit, mehrere Bewegungsabläufe hintereinander zu koordinieren. Das bedeutet, Teilkörperbewegungen werden bezüglich eines bestimmten Handlungsziels räumlich, zeitlich und dynamisch aufeinander abgestimmt. Wenn wir jetzt das Beispiel im Hochsprung hernehmen,
dann wird die Hochsprungtechnik eher schlecht sein oder nicht wirklich gut erlernt sein, wenn die Armzugbewegung nicht im richtigen Zeitpunkt stattfindet. Das wird sich dann ungünstig auf die Sprungleistung auswirken. Andere Möglichkeit ist beim Sprint, wenn die Armarbeit nicht optimal auf die Beinarbeit koordiniert wird. Oder der Armzug und der Beinschlag im Delfinschwimmen nicht oder in den anderen Schwimmdisziplinen nicht zeitlich koordiniert werden. Ein praktisches Beispiel aus dem Volleyball, der Angriffsschlag, muss ich zuerst den Anlauf mit dem Absprung koordinieren und in weiterer Folge dann Absprung, Ausholbewegung im Schultergelenk und dann die Schlagbewegung. Das heißt, ich habe sehr viele verschiedene Teilkomponenten der Bewegung, die eben miteinander zeitlich abgestimmt koordiniert werden müssen. Anderes Beispiel, das sehr banal wirkt, ist das Seilspringen, wo ich die Sprungbewegung auf der einen Seite habe und auf der anderen Seite eben das Ganze mit der Armbewegung zeitlich dynamisch abstimmen muss. Nächste kognitive Fähigkeit ist die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit. Das ist die Fähigkeit zum Erreichen einer hohen Feinabstimmung einzelner Bewegungsphasen und Teilkörperbewegungen, die in großer Bewegungsgenauigkeit und Ökonomie zum Ausdruck kommt. Das bedeutet, wir wollen eine sehr zielgerichtete Steuerung aller Körperteile, um eine Bewegung zu produzieren. Da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, diese zu schulen, beziehungsweise wo sie wichtig ist. Wenn wir jetzt das Ballgefühl hernehmen, ist die Differenzierungsfähigkeit extrem wichtig, insofern, als dass ich die Kraft abschätzen muss, die ich benötige, um einen Pass oder eine Flanke auszuführen, damit der Ball dann auch wirklich dort ankommt, wo er hinkommen soll. Ist aber auch wichtig im Wassergefühl, im Schwimmen, im Schneegefühl, bei Wintersportarten und ähnliches. Die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit ist in sehr vielen Sportarten leistungsbestimmend. Und eben, was ihr euch jetzt wirklich merken solltet, ist diese Fähigkeit zur muskulären Feinabstimmung. Im Idealfall ist es so, dass man die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit wirklich sehr früh entwickelt. Das heißt im Kindes- und Jugendalter, nachdem sie dann in weiterer Folge nicht mehr ganz so leicht schulbar ist. Ein praktisches Beispiel, wie man die kinästhetische Differenzierungsfähigkeit jetzt mit Ballgefühl schulen kann, wären unterschiedliche Bälle beim Jonglieren, weil man hier natürlich abwägen muss, wie muss ich den Krafteinsatz wählen, um jetzt die verschiedenen Bälle jonglieren zu können. Kommen wir zur Gleichgewichtsfähigkeit. Hier geht es um das Halten des Körpers in einer stabilen Position oder aber auch um das Herstellen eines gestörten Gleichgewichts. Bei der Gleichgewichtsfähigkeit ist es so, dass es sehr viele unterschiedliche Erscheinungsformen gibt. Daher sollte man im Trainingsprozess auch wirklich schauen, welche Art des Gleichgewichts ist in meiner Sportart wichtig. Wie auch die anderen verschiedenen koordinativen Fähigkeiten sollte man auch die Gleichgewichtsfähigkeit relativ früh entwickeln. Sie ist aber durchaus auch im späteren Alter noch trainierbar, nur eben nicht mehr ganz so leicht. Was klar ist, schon im Vorschulalter können Kinder problemlos balancieren oder Einrad fahren oder vielfältige Übungen auf einem Bein machen, Eislaufen, Rollerskaten, was auch immer. All diese Aspekte sind für eine Ausprägung der Gleichgewichtsfähigkeit wichtig. Man darf aber eben nicht vergessen, dass die Spezifität in weiterer Folge wichtig ist für das Techniklernen. Wenn wir uns den Handstand als Beispiel ansehen, dann will ich auf der einen Seite beim Handstand eine stabile Position halten. Wenn ich den Handstand am Boden mache, ist es vermutlich auch dementsprechend leichter, diese stabile Position zu halten. Auf der anderen Seite, wenn ein Gelenkswinkel sich ändert, will ich dieses gestörte Gleichgewicht auch wieder herstellen. Eine andere Möglichkeit, die Gleichgewichtsfähigkeit auch spezifisch zu schulen, wäre hier jetzt für Skispringen als Möglichkeit, das Ganze in einer Turnhalle durchzuführen. Dann gibt es natürlich noch die Orientierungsfähigkeit. Das ist die Fähigkeit, die Stellung des Körpers sowie die Veränderungen dessen Lage im Raum zu analysieren. Sie lässt sich in eine räumliche und zeitliche Orientierungsfähigkeit einteilen. Es können beide sowohl getrennt voneinander auftreten, als auch miteinander gekoppelt vorkommen. Wenn wir das Beispiel des Passes in den freien Raum hernehmen, dann erfordert dieser Pass zum einen ein sehr hochentwickeltes peripheres Sehen, das ist die räumliche Orientierungsfähigkeit, damit ich die Bewegungen von Mitspielern, von Gegnern und vom Ball räumlich einordnen kann, aber in weiterer Folge auch ein sehr gutes Timing, das heißt eine zeitliche Orientierungsfähigkeit, damit ich auch zum richtigen Moment meine Flanke oder meinen Pass durchführe. Andere Beispiele wären der Kopfball oder Fallrückzieher, wo ich natürlich den Ball wiederum räumlich einordnen muss, das heißt wissen muss, wann er wo ist
Und dann brauche ich wiederum die zeitliche Orientierungsfähigkeit, dass ich im richtigen Moment abspringe, um den Ball zu treffen. In anderen Sportarten, wo es beispielsweise um mehrere oder eine oder mehrere Rotationen um die Breiten- oder Längsachse geht, wie im Turmspringen, Kunstturnen, Trampolinspringen und so weiter, ist die zeitliche Orientierungsfähigkeit enorm wichtig, damit ich auch dementsprechend weiß, wann ich öffnen muss aus meiner kleinsten Position, um die Landevorbereitung vorzunehmen. Hier nochmal als Beispiel eben eine komplexe Spielsituation, wo auf der einen Seite die räumliche als auch die zeitliche Orientierungsfähigkeit eine wesentliche Komponente darstellen. Kommen wir zur Rhythmisierungsfähigkeit. Das ist die Fähigkeit, einen von außen vorgegebenen oder den in der eigenen Vorstellung existierenden Rhythmus zu erfassen und motorisch wiederzugeben. Die Rhythmisierungsfähigkeit spielt in allen Sportarten eine ganz, ganz wichtige Rolle und wird grundsätzlich in spezifischer Form trainiert. Wenn ich sie in allgemeiner Form trainieren möchte, dann eignen sich zur allgemeinen Rhythmusschulung grundsätzlich einmal Tanzsportarten logischerweise. Wenn es die Rhythmisierungsfähigkeit nicht gut ausgeprägt ist, dann wird das im Tanzsport zu einer schlechten Wertung kommen, wenn ich aus dem Takt komme. Der Rhythmus im Anlauf, beispielsweise im Speerwurf oder im Weitsprung oder im Hochsprung, ist enorm wichtig für eine gute Durchführung der Technik. Das heißt, hier wird der Rhythmus sehr spezifisch trainiert, genauso im Hürdenlauf. Es kann auch sein, dass es Rhythmuswechsel gibt, nicht nur in der Musik, sondern eben auch in Rückschlagsportarten beispielsweise. Eine einfache Form, um Rhythmisierungsfähigkeit zu schulen, wäre, wenn jetzt hier einer der beiden Athleten einen Rhythmus vortrippelt, der andere Athlet muss diesen Rhythmus aufnehmen, verarbeiten und nachtrippeln. Kommen wir zur Reaktionsfähigkeit. Das ist die Fähigkeit, auf ein Signal eine passende motorische Aktion einzuleiten und auszuführen. Dabei kommt es darauf an, zum zweckmäßigsten Zeitpunkt mit einer aufgabenadäquaten Geschwindigkeit zu reagieren. Und in sehr vielen Fällen ist es eine sehr hohe Geschwindigkeit. In der einfachsten Form findet die Reaktionsfähigkeit ihren Platz in leichtathletischen Sprints, im Hürdenlauf oder ähnliches. Das heißt, überall dort, wo es ein Startsignal gibt, einen akustischen Reiz, auf den ich schnell reagieren muss. In der komplexen Form aber sehr stark in den kleinen und großen Sportspielen ausgeprägt, wo ich schnell auf verschiedene Situationen eben reagieren muss. Als Torhüter, wie jetzt in diesem Beispiel, habe ich nur einen Bruchteil einer Sekunde Zeit, um eine Bewegungsantwort zu reagieren auf den Wurf eines Angreifers. Eine Möglichkeit jetzt, die Reaktionsfähigkeit zu schulen. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn jetzt hier der rechte Athlet mit dem Rücken zum linken Athlet steht, dann folgt ein akustisches Signal, wo er sich über eine gewisse Schulter, über eine gewisse Seite umdrehen muss und den Ball fangen. Das kann man noch ausschmücken, indem man sagt, beispielsweise, wenn das Kommando links kommt, muss er sich über die rechte Schulter umdrehen, wenn das Kommando rechts kommt, über die linke Schulter oder ähnliches. Das heißt, hier sieht man wiederum den Facettenreichtum im Koordinationstraining. Man kann sehr einfache Übungen sehr komplex gestalten. Dann gibt es noch die Umstellungsfähigkeit. Das ist die Fähigkeit, sich an unterschiedlichste Situationen anzupassen und sich auf neue Situationen rasch und wirksam ein- bzw. umzustellen. Diese Umstellungsfähigkeit ist auf der einen Seite in den Sportspielen von sehr, sehr großer Bedeutung, weil ich mich ständig an die Gegner, aber auch an die Kooperation mit meinen Mitspielern anpassen muss und zeitgleich auch noch den Ballweg berücksichtigen sollte. Das heißt, ich habe eine ständige Anpassung und Umstellung an die momentane Situation. Die Umstellungsfähigkeit ist des Weiteren sehr, sehr eng mit der Antizipations-, aber auch mit der Reaktionsfähigkeit verknüpft und wird durch sie eben auch beeinflusst. Andere Beispiele, wo ich mich schnell umstellen muss, wäre auch in Wintersportarten wie im Skifahren oder Snowboarden, wo ich wechselnde Schnee- und Terrainverhältnisse habe oder auch wechselnde Lichtverhältnisse habe oder einen wechselnden Untergrund beim Cross-Country-Laufen beziehungsweise wechselnde Windverhältnisse beim Kitesurfen, Segeln oder ähnliches. Was ganz wichtig ist, ist, dass es vor allem jetzt in den Sportarten selbst, jetzt rede ich nicht vom Training, sondern in den Sportarten selbst, sehr, sehr, also grundsätzlich gar nicht der Fall ist, dass eine koordinative Fähigkeit alleine separat eben gefragt ist, sondern in 99,9% ist es immer so, dass sehr viele verschiedene koordinative Fähigkeiten in Wechselwirkung zueinander stehen und sich gegenseitig beeinflussen. Ein Beispiel für die Umstellungsfähigkeit, ein sehr einfaches Beispiel, wären ganz viele verschiedene unterschiedliche Untergründe, auf die ich mich grundsätzlich anpassen muss. So, jetzt kommen wir letztlich noch zu einem ganz kurzen Exkurs zum Techniktraining.
sportliche Technik zeichnet planmäßiges und systematisches motorisches Lernen und spiegelt die individuelle Lösung einer Bewegungsaufgabe wider. Sportliche Technik ist, wie schon ganz zu Beginn der Präsentation kurz erwähnt, abhängig von den konditionellen Voraussetzungen und von den koordinativen Voraussetzungen. In manchen Fällen habe ich mehr konditionelle Voraussetzungen für eine gewisse Technik, in anderen Fällen habe ich mehr koordinative Voraussetzungen für eine spezielle Technik. Wenn wir uns jetzt den Handstand hier auf den Ringen als Beispiel hernehmen, habe ich auf der einen Seite konditionelle Voraussetzungen wie Stützkraft, Mittelkörperspannung, eben je nachdem wie lange ich den Handstand halte, sind wir im Bereich der Kraftausdauer, aber natürlich auch ein ausreichendes Maß an Beweglichkeit, vor allem ist im Schultergürtel. Wenn ich die koordinativen Voraussetzungen hernehme, brauche ich natürlich die Gleichgewichtsfähigkeit auf der einen Seite, die Differenzierungsfähigkeit, um die ganze Zeit über die Gelenkswinkelpositionen eine Rückmeldung zu haben und gegebenenfalls anpassen zu können. Eventuell die Kopplungsfähigkeit, wenn ich aus einer Bewegung in den Handstand hinaufkommen soll, beziehungsweise nach dem Handstand einen Abgang plane. Und in gewissem Maß natürlich auch die Orientierungsfähigkeit, dass ich zu jedem Zeitpunkt weiß, wo sich mein Körper grundsätzlich befindet. Was für Ziele verfolge ich mit einem Techniktraining? Mal die Optimierung und die situationsbedingte Anpassung der Technik. Das heißt, ich möchte, wenn ich Techniken erlerne oder festige, eine variable Verfügbarkeit erzielen. Das heißt, dass ich die Technik in verschiedenen Situationen auch noch optimal durchführen kann. Das ist immer abhängig von der Sportart. Wenn wir uns jetzt die Ausdauer als erstes Beispiel hernehmen, dann geht es bei der Ausdauer um eine sehr hohe Stabilität der Technik unter lange andauernden Belastungen, die in der Regel erschöpfend sind. Das heißt, ich möchte ein sehr hohes technisches Niveau vom Laufstil beispielsweise erzielen, damit ich eben meine Bewegungen ökonomisiere, möglichst sparsam mache und damit nicht so viel Energie verbrauche. Wenn wir dann Sportarten hernehmen, wo die Schnellkraft sehr dominierend ist oder die Maximalkraft, dann geht es in diesen Sportarten hinsichtlich der Technik darum, dass ich die Wirkungsrichtung der Kraftimpulse optimiere. Was bedeutet das? Wenn ich eine Kniebeuge mache, dann möchte ich, dass die Langhantel grundsätzlich sich immer möglichst vertikal bewegt. Immer wenn sie das nicht tut, habe ich in gewisser Art und Weise auf der einen Seite einen verringerten Wirkungsgrad. Das bedeutet, dass ich Energie herschenke, um eben diese Abweichung von der Vertikalen zu kompensieren. Und es kann auch durchaus sein, dass ich erhöhte Belastungen habe, wenn eben die Hantel von meiner vertikalen Hantelbahn abweicht. Das heißt, auch im Krafttraining ist das Techniktraining ganz, ganz essentiell. Da gibt es sehr technische Sportarten, wie das Kunstturnen, die rhythmische Sportgymnastik und ähnliches. Hier ist das Ziel, dass ich eine sehr, sehr hohe Stabilität der Techniken und auch der Technikkombinationen erziele. Auf der einen Seite will ich natürlich, dass die Grundtechniken passen. Wenn ich dann die spezifischeren oder schwierigeren Techniken durchführe, dann möchte ich eine sehr hohe Ausführungsqualität haben. Und diese hohe Ausführungsqualität muss ich auch unter einer Vorbelastung schaffen können. Das heißt, die Elemente, die am Ende einer Kür vorkommen, sollten nicht unter den vorherigen Elementen leiden. Des Weiteren habe ich vor allem diesen sehr technischen Sportarten eine ständige Rückmeldung über Körperpositionen, die ich verarbeiten muss. Und im Idealfall kann ich auch eben diese Körperpositionen durch das Feedback dann auch dementsprechend wiederum optimieren. Gibt es noch die Kampfsportarten? In den Kampfsportarten ist es einmal so, dass er grundsätzlich in Grund- und Spezialtechniken eingeteilt wird. Und da geht es darum, dass man diese individuell je nach Athlet, Athletin optimiert. Und auch hier bekomme ich ein ständiges sensorisches Feedback, das ich dann in die Entscheidungsfindung und in die Bewegungsantwort eben integrieren muss. Jetzt hier ist es auch sehr wichtig, dass ich richtig antizipiere, was der Gegner oder die Gegnerin zu welchem Zeitpunkt machen möchte, damit ich das in meine Entscheidungsfindung mit einfließen lassen kann. Da gibt es noch eben die schon häufig erwähnten Spielsportarten. In den Spielsportarten wird das Techniktraining sehr oft gemeinsam auch mit den konditionellen Fähigkeiten auf der einen Seite trainiert, aber auch mit dem Taktiktraining kombiniert.
Das Techniktraining in den Spielsportarten muss sich auf der einen Seite natürlich an die Spielerpositionen anpassen. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob ich einen Torhüter trainiere oder einen Defensivspieler, einen Offensivspieler und ähnliches. Dann möchte ich, dass ich möglichst realistische Spielsituationen schaffe für das Techniktraining und dass ich die Techniken bestmöglich ökonomisiere, dass sie auch in einem ermüdeten Zustand eben verfügbar sind. Dass in der 80. Spielminute die Technik noch immer auf einem möglichst hohen Niveau ist, was auch wiederum hinsichtlich Verletzungsprophylaxe sehr relevant ist. Dann gibt es auch Ziel- oder auch Präzisionssportarten, wie jetzt Golf oder Dart, Billard, all diese Sportarten. Da geht es um eine sehr hohe Bewegungspräzision auf der einen Seite, aber auch um eine Bewegungskonstanz auf der anderen Seite. Beim Dart möchte ich, dass der zweite oder dritte Wurf genauso präzise ist wie der erste Wurf im Idealfall. Mit Punkt und Punkt ist gemeint, dass es noch viele verschiedene andere Arten von Sportarten gibt. Das heißt, das hier ist jetzt einmal eine sehr große Auswahl. Aber es gibt noch sehr viele andere Sportarten, die sehr kreativ sind, wie jetzt beispielsweise Skateboarden, Breakdancen, Parkour und Freerunning, wo grundsätzlich einen Grundstock, ein Fundament an Techniken existiert, der dieser Grundstock teilweise auch aus anderen Sportarten sich bedient. Und dann geht es darum, völlig neue Techniken zu entwickeln. Wenn man jetzt Techniktraining betreibt, dann geht es einmal grundsätzlich darum, dass man differenziert zwischen der Grundtechnik und der Spezialtechnik. Wenn man das Beispiel Handball hernimmt, dann ist die Grundtechnik zum Beispiel das Fangen oder das Werfen. Die Spezialtechnik wäre jetzt, den Ball im Sprung zu fangen oder der Sprungwurf. Das heißt, das normale Werfen wäre die Grundtechnik, die ich zu Beginn trainiere, und die Spezialtechnik wäre dann der Sprungwurf, die dann in weiterer Folge eben trainiert werden sollte. Und hier nochmal abschließend jetzt ein kleiner Überblick über Techniktraining. Wie das in der Praxis dann aussehen kann, werden wir uns in der nächsten Präsentation noch näher ansehen. Grundsätzlich unterteilt man die primären Trainingsziele in den Technikerwerb, das ist der erste Schritt, in die Technikökonomisierung oder Technikvariation, die Technikanwendung bzw. die Technik unter Wettkampfbedingungen zu schulen. Wenn ich ein Technikerwerbstraining durchführe, dann will ich in sehr vielen Fällen die Technik grundsätzlich einmal erleichtern, den Körper darauf sensibilisieren und sehr viele Wiederholungen machen, bis die Technik gewisser Art und Weise einmal eben auch gefestigt ist. Dann kommt es eben zur Technikökonomisierung oder Variation, wo ich dann auch sehr oft hinsichtlich der verschiedenen Spielerpositionen teilweise einmal differenzieren muss, dann letztlich in die Technikanwendung, wo auch wettkampforientierte Anforderungen dann zunehmend mit eingebaut werden und letztlich, wo dann die Technik auch unter Wettkampfbedingungen trainiert werden soll. Das heißt, es werden einfach Wettkampfsimulationen simuliert. Diese primären Trainingsziele werden wir uns dann im nächsten Video auch hinsichtlich der Praxisrelevanz noch etwas genauer ansehen. Hier wiederum die Quellen. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und bis zum nächsten Mal.